Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. So. Ja, ich habe etwas, ja, Dia-Zeug gefarmt und verzaubert mit dem, hier drüben mit dem Verzauberungstisch. Ja, und ich habe jetzt auch ein Texture Pack mit drinne. Das ist, eigentlich für die 1.8. Aber zurzeit geht's eigentlich noch mit der 1.11. Das ist das hier. Ja. Dann habe ich noch die Journey Map drinne. Das ist die oben rechts, die Karte. Und da kann man schon sich Zeug anzeigen lassen, zum Beispiel hier. Da habe ich da drüben cooles Felsengebiet, habe ich mal eingezeichnet, habe ich gefunden. Das gleich neben den Troben, da war ich schon mal. Deswegen habe ich ja auch Trobenholz. Dann hier, das, ja, das ist mein Lager sozusagen. Und hier drüben, genau hier, da habe ich die Markierung als Brücke, glaube ich. Hier unten ist ja unsere Brücke. Und da möchte ich auch noch was ranbauen, denn ich war auch im Nether. Das seht ihr dort. Das Portal. Und da habe ich mir etwas Glowstone geholt, sozusagen. Und das möchte ich jetzt gerne als Laterne aufstellen auf der Brücke. Das heißt, ich nehme das mal mit und ein paar Zäune. Die werden aber nicht reichen, ne? Ne, hier waren noch welche. Oh, so. Dann gehen wir wieder hier hoch und schön in Ruhe nach unten. So, da habt ihr schon mal gesehen, kurz die Schrift, da stand Lager drauf. Das war die Markierung und hier unten war zur Brücke, oder was da stand. Hier. Ich weiß nicht, kann ich... Naja, jetzt kann's... Ab wann wird denn das angezeigt? Keine Ahnung. Aber okay, erstmal, wie viel sind hier? 1, 2, 3. Dann hier. Es gibt keine Mitte hier, also nehme ich einfach mal die hier, so. Ob ich das hier so ranmachen soll? Ich weiß es jetzt gar nicht. Moment. Ich tu mal hier so. Und dann mich hier hochstecken mit. Zack. So, 2, 3, 4. Wenn wir eins rüber, dann... Das sind es aber nur 2 hoch, deswegen 5. So. Reicht es schon? Zack. Aussehen tut's wahrscheinlich gut, ne? Aber eher auf dem Zaun hier. Ich schätze eher auf dem Zaun. Da reißen wir das nochmal ab hier. So. Gut, was hat das? Behutsamkeit. Ich glaube, da kriege ich das Glowstone wieder. Ja, perfekt. So. Das heißt, ich tue die Steinhake mal weg. Und versuche mich mal wieder hier hoch zu stacken. 2, 3, 4. Oh. Also 3, 4, 5 hier, glaube ich. Dann 1 rüber und das muss ab. So. Zack. Ja, so sieht es schon besser aus. Aber ich würde sagen, auch mal hier drüben noch eine. So.
Okay, ich muss mich weiter hochstecken. So muss es aber reichen. Zack und zack. Oh, perfekt. Also die Zäune haben gerade so ausgereicht. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus, ne? Aber wenn man es mehrmals hier macht, dann sieht es wahrscheinlich blöd aus. Aber ich würde bald sagen, stimmt. Ich habe ja hier unten noch einen Gang nach unten gebaut. Hier. Da geht so der Gang eben jetzt bis hier unten zu dem Wald runter. Ja. So, und ja, das sieht schon gut aus. Oh ja. Gut, das lassen wir so. Dann haben wir das schon mal geschafft. Da können wir mal zurück zur Truhe eigentlich gehen, ne? Also, ja. Ob ich mal in die Truhe gehen... Oh. Ob ich mal in die Truhe gehen soll? Zu dem Haus? Oder, nee, nicht Haus, was ich bauen will dort. Oder soll ich das irgendwann später machen? Das wäre jetzt noch die Frage. Ich tue erstmal den Glowstone, den Zaun weg. Hier habe ich noch welchen gehabt, ach so. Gut, das ist natürlich die Frage. Ach ja. Eigentlich ist es ja hier ganz schön. So. Stimmt, wie sieht denn das eigentlich aus? Der Weg. Nee. Der sieht blöd aus. So. Ach. Hier unten fehlt vielleicht irgendwie noch was. Aber was? Vielleicht dort hinten noch so ein Haus? Wir könnten da ja mal runtergehen. So. Gut, dann müssen wir wieder hier durch. Und über die Brücke und dann den Aufgang runter, ne? So, hier steht zu Brücke. Okay. Und hier Lager. Gut. Ach ja. Aber ich denke schon, dass das, wenn nur eine so eine Laterne da ist, dass das dann besser aussieht, oder eine so eine Laternenreihe. Denn wenn hier noch eine kommt oder so, dann ich schätze, das wird zu viel. Das können wir ja nochmal nachgucken irgendwann. So. Und jetzt sind wir auch unten. Ja, so. Ja, komm, beruhig dich wieder. War nicht so hoch. So. Aber bevor wir uns, oder? Hier ist so ein Wasserloch. Ah, hier ist ein Gang. Also in eine Höhle hier. Aber nicht weit. Dann kommt man hier wieder raus. Hm. Hier habe ich mich ja schon mal runtergebuddelt. Stimmt. Ich habe ja hier geangelt.
Hopp. Und das können wir mal abbauen. So. Aua. Jetzt brenne ich. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die Lava so richtig lassen soll. Komme ich hier hoch? Ach, noch weiter. Reiche ich da noch? Oh oh. Das war nicht so gut. Ah. So, hab mich nochmal schnell. Da kommt sie wahrscheinlich nicht hin. Oh. So. Jetzt komme ich natürlich nicht hoch, ha? Oh. Nein. Ah. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Oh Mann. So. Gut. Dann habe ich wieder etwas Erde. Die dort oben muss bleiben, sonst kommt wieder die Lava. Auch wenn die schön aussah, aber die muss jetzt erstmal weg. Und es fängt an mit Regnen. Ach ja. So. Ich baue hier erstmal den Wald ein bisschen ab. So. Hier ist noch ein Stamm. Wann verschwindet die denn? Hier ist noch ein Baum. So. Das ist jetzt die Frage. Soll ich den Wald hier erstmal abreißen? Ich meine, ich könnte den ja dann mal nachpflanzen mit Setzlingen wieder. Aber das ist jetzt die Frage. Ach komm, ich baue ihn erstmal ab. Dann habe ich auch genug Holz. Jedenfalls ein Stückchen. Den Baum noch dort. Dann müsste das eigentlich schon reichen, ne? So. Ja. Ach so, jetzt ist ja alles verzwickt, ne? Hm. Ich glaube, hier war noch ein Stamm. Ja. Dann müsste sich das auch auflösen, alles. Gut. Aber hier vorne war wahrscheinlich noch das Problem. Oder könnte ich das hier bauen? Dann wird es wie so eine Anglerhütte oder sowas. Das wäre ja auch nicht schlecht. Hm. Da müsste ich mal gucken. Ja. So. Der kann auch nicht weg. Wir können ja dann wieder einen neuen pflanzen. Und zack. Oh, es wird Nacht. Stimmt. Ich glaube. Oder?
Habe ich ein Bett? Das weiß ich jetzt gar nicht.